In Stuttgart schied die Vorentscheidung eines Bodybuilding-Studios die maskuline Spreu vom schmalhüftigen Weizen. Der Titelaspiranten auf den Mr. Baden-Württemberg gab es viele und ebenso zahlreich sind die ölglänzenden Vorbilder an den Studiowänden. Denn wer gut schmiert, der gut glänzt. Vor allen titelstarken öligen Mr. Glanz haben die Reklamefachleute aber den Schweiß gesetzt. Wer imponieren will, muss leiden können und wissen, wie er seinen Bizeps und seine Minen zum Springen bringen kann. Spieglein, Spieglein an der Wand, so fragte hier fast jeder der titelfreudigen Adonisse nach seiner Wirkung und auch unser Reporter hatte ein paar Fragen an die Mr.-Aspiranten. Was sind Sie von Beruf? Von Beruf bin ich Fotolaborant. Wie lange treiben Sie Bodybuilding? Ein halbes oder ein dreiviertel Jahr. Wie würden Sie Bodybuilding ins Deutsche übersetzen? Oh, das heißt so viel wie Körperbildung. Haben Sie feststellen können, dass Bodybuilding Ihre Chancen im Leben erhöht? Was heißt im Leben, das kann ich nicht direkt sagen. Ich meine, das sieht man ja nicht direkt, wenn man angezogen ist, hauptsächlich wenn man nackt ist. Wie ist Ihre verheiratet, schauen Sie, das sieht nur meine Frau. Ja. Wie ist Ihre Wirkung auf Frauen? Ja, auf Frauen, wie gesagt, ich bin mit einer Frau verheiratet. Gell? Und naja, gut, im Geschäft und so weiter, meine Kollegen, die merken das schon, dass ich irgendwie auseinandergehe und dadurch muss ich da irgendwie mehr wirken. Ja? Können Sie sich auch im bekleideten Zustand zur Geltung bringen? Ja, also ich merke, dass ich Bodybuilding mache, hauptsächlich daran, dass ich neue Kittel kaufen muss. Was glauben Sie, welche idealen Maße oder Daten der Mr. Baden-Württemberg mitbringen muss? Ja, nun im Allgemeinen tun wir nicht nach Maßen gehen, sondern wir tun nur die harmonische Figur bewerten. Wenn man von Maßen sprechen wollte, müsste man sagen, ein zukünftiger Mr. Baden-Württemberg dürfte vielleicht nicht unter 40 Oberarm haben und müsste auf alle Fälle einen Brustumfang von 115 cm haben, wobei die Taille 83 cm nicht überschreiten darf. Bei der eigentlichen Studio-Vorentscheidung zogen sie wie die Gladiatoren ein, schwer atmend und an sich selbst schwer tragend. Es gab vor lauter Sachverstand fast verzückte Zuschauer und manche mühsam abgeschaute und einstudierte Pose, mit der man sich und das, was man sonst noch zu bieten hatte, zur Geltung bringen wollte. Sachverständige in Hüftweiten und Brustumfängen bildeten die Jury, die Zentimeter, Relationen, Muskeln und Harmonie nach Punkten bemaß. Man ließ sich bei dem titelbringenden Muskelspiel etwas einfallen, denn jede dieser Posen versprach weitere Wertungs- oder Sympathiepunkte. Selbstverständlich gab es beim Wettbewerb dieser Übermänner auch Über-Übermänner und richtige Sieger. Vorentscheidung für Mr. Baden-Württemberg, Ratgeber. Seniorenklasse. Juniorenklasse. Klasse der Senioren, Gottlob. Do it! Do it! Come on, come on.